Hallo, mein Name ist Pauline Grabosch. Ich bin Bahnradsportlerin und 23 Jahre alt. Ich bin vierfache Juniorenweltmeisterin und zweifache Weltmeisterin bei den Großen. Ich habe auch mal ganz klein angefangen, erstmal beim Schulsport und dann bin ich zu einer AG gewechselt. Und es hat mir super viel Spaß gemacht und die Jahre vergingen ganz schnell und ich hatte viel Spaß beim Sport. Und so wurde aus meiner Leidenschaft, erst war es Leichtathletik, dann Radsport, mein Beruf. Und jetzt bin ich hier, habe immer noch Spaß am Sport und das möchte ich auch an euch richten. Habt Spaß dabei, genießt das, habt Spaß mit euren Freunden und nehmt das Ganze nicht so ernst am Anfang. Ganz wichtig. Und vielleicht werdet ihr auch mal eine ganz große oder ein ganz großer. Ich habe euch zwei Übungen mitgebracht, die ihr ganz leicht zu Hause nachmachen könnt. Habt Spaß dabei und dann werdet ihr ganz schnell merken, wie fit ihr werdet. So, die erste Übung, die ich euch mitgebracht habe, das wären die klassischen Kniebeuge. Die Übung begleitet mich auch schon eine ganze Weile, aber man kann das ja Stück für Stück aufbauen. Wir fangen bei den Basics an. Ihr stellt euch schulterbreit hin, merkt, dass ihr einen festen Stand auf dem Boden habt. Von vorne bis hinten bis zur Ferse habt ihr einen schönen Druck auf den Füßen. Stellt euch erstmal hin, habt einen festen Stand, legt eure Hände auf die Schultern und macht die Ellenbogen etwas nach oben. Dann merkt ihr, dass ihr in den Schultern auch etwas Spannung habt und auch im Rücken. Und ganz wichtig ist, wenn ihr steht, dass ihr kontrolliert nach unten geht, der Druck von euren Fersen nicht runtergeht und dass, wenn ihr runtergeht, die Fersen nicht abheben, der Rücken gerade bleibt. Und das wiederholt ihr so 3x10 Wiederholungen mit kleinen Pausen zwischendurch. Und wenn ihr merkt, dass ihr nicht so tief kommt, macht das ruhig in eurer Tiefe, sodass ihr es sicher macht und die Technik sauber bleibt. Die Kniebeuge sind eine wirklich einfache Übung, die ihr zu Hause nachmachen könnt. Macht das öfters mal in der Woche, so wie ihr Zeit und Lust habt. Und wenn ihr das regelmäßig macht, werdet ihr relativ schnell merken, dass eure Oberschenkel und auch die Po-Muskulatur fitter wird. Und es bringt euch nicht nur im Sportunterricht was, sondern auch vom allgemeinen Wohlbefinden. Und jetzt holt eure Sportschuhe aus dem Schrank und habt viel Spaß beim Üben. Die zweite Übung, die ich euch mitgebracht habe, die ist auch wirklich simpel. Und das Einzige, was ihr braucht, sind zwei gleich schwere Wasserflaschen und euch selber. Und wir fangen an erstmal mit dem Stand, dass ihr euch wieder schulterbreit hinstellt, die Knie etwas anbeugt und Bauch und Po anspannt. Dann nehmt ihr als Grundposition die zwei Wasserflaschen vor eure Brust und die Übung beginnt, indem ihr die Wasserflaschen nach vorne drückt und sie dabei dreht. Ihr wiederholt das wieder 10-mal und macht nach den 10-mal eine kurze Pause und erholt euch. Das wiederholt ihr auch 3-mal. Dann habt ihr eine schöne Übung, die ihr 3x10 wiederholt. Und wenn ihr merkt zwischendurch, dass euch die Flaschen zu schwer oder zu leicht sind, könnt ihr entweder größere Flaschen nehmen oder etwas Wasser rausmachen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und sportfrei. Wie ihr jetzt gesehen habt, könnt ihr mit ganz einfachen Übungen fitter werden. Ganz nach dem Motto, bewegte Kinder sind gesündere Kinder.